Das Fahrrad hat mir damals sozusagen meine Lebendigkeit gerettet. Die andere Alternative wäre, ich passe mich irgendwie an und werde genauso wie die anderen. Man wird nicht dadurch glücklich, dass man sehr gebildet ist. Zu dieser Art von Bildung, die man braucht, damit das Leben gelingt, braucht man noch was anderes.